So, sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr verehrte Damen und Herren, im Gegensatz zu meiner Vorrednerin bin ich der wo die Preise zahlt, die wo angeblich aufgeschlagen werden. Ich teile Ihre Meinung überhaupt nicht. Ich bin jetzt, nachdem es vorher ins Lächerliche gezogen worden ist, dass ich Gastronom bin, bin ich auch Wohnungsbauunternehmer und da weiß ich sehr wohl, von was ich rede. Also da kann ich mitreden sozusagen. Und wir sprechen uns gegen die sozialistisch angehauchten Instrumente aus, wie hier in dem Volksbegehren Mietenstopp von der SPD initiiert und der Mieterverein laufend, Bestandsmieten einfrieren etc. Wir sind gegen das Volksbegehren Flächenverbrauch, weil wir andere Mittel Ihnen jetzt dann im nächsten Absatz vorschlagen werde. Das Grundproblem ist durch die Eurokrise veranlasste Nullzinspolitik und Immobilienblase und im billigen Wohnbereich, sehr verehrte Damen und Herren, die Zuwanderung, wo in den Kommunen die deutschen Sozialwohnungsnachfrager mit den Zuwanderern konkurrieren. Die Probleme ist die Wohnungsknappheit in Ballungszentren durch vernachlässigte Infrastrukturpolitik der langjährigen Regierungsparteien. Wir bräuchten schon lange eine Entzerrung des Ballungsraums München. Die Baukostensteigerung der letzten 10 Jahre um 50% ist zurückzuführen auf immer mehr Vorschriften und Auflagen. Sehr geehrter Herr Wohnungsbauminister Reichert, ich habe jetzt eigentlich vermisst, dass in der BSZ-Staatszeitung das EOF-Verfahren so überhaupt nicht erwähnt haben. Das halten wir für ein sehr sinnvolles Instrument. Die eigene Ilse hat sie in unserer Gemeinde mit unserem Gemeinderat hier auf den Weg gebracht, wo ich nicht unmaßgeblich beteiligt war. Gut, unsere Forderungen sind die drei Säulen voranzubringen. Eigenheimförderung, wird mein Nachredner dann darauf eingehen. Sozialer Wohnungsbau, ist mein Vorredner darauf eingegangen. Im freien Wohnungsbau wollen wir eine Änderung des Baurechts, Verdichtung, höher bauen. 1,1 Millionen hat richtigerweise unser Wohnungsbauminister ja hier in Deutschland, hier wären dadurch möglich. Kein Verkauf von staatlichen Wohnungen, wie es schon war. Degressive Abschreibung auf 8% wieder erhöhen. Sonderabschreibung von 10.000 Euro 5 Jahre lang auf Wohnungsausbauten von brachliegenden, anderweitig genutzten Räumen. Und ganz wichtig, die Fiktion auch bei den Landratsämtern und die Kreisverwaltungsbehörden einführen. Nicht nur bei den Gemeinden. Da liegt vieles im Argen. Viele Bauunternehmer warten auf die Baugenehmigung, um hier voranzukommen. Und natürlich diese Brandschutzauflagen, die sind ja irrsinnig geworden. Hier muss ein Ende bereitet werden. Da sind die DIN-Ausschüsse zuständig. Da dürfen nicht die Leute drin sitzen, die wo dann selber noch Kohle damit verdienen. Ein Wort.